Hi, ich bin der Michi Giesinger und bin Teil vom Trainerteam von BSV Honems. Ich würde mich total freuen, wenn wir uns beim Honems aktiv Sommer sehen hätten. Genauer gesagt findet er am 13. August statt, von 9.30 bis 12 Uhr in der Honemser Herbethalle. Wir sehen uns dann hoffentlich. Okay, gleich am Anfang habe ich jetzt mal ein kleines Quiz für dich. Und zwar, was schätzt du, wie schnell ist so ein Badmintonball? Wie schnell kann der werden? Manchmal ist er schneller oder langsamer als ein Fußballschuss oder sogar schneller als ein Formel 1 Auto. Am Ende kommt eine Lösung dazu. Ich bin gespannt. Vielleicht hast du schon mal gehört, dass es nicht nur Federball gibt, sondern nur Badminton. Was könnte da dazwischen der Unterschied sein? Naja, Federball ist einfach die Gartensportart. Das spielt mit dem Garten, mit den Freunden, mit der Familie. Da geht es darum, wie oft man den Ball hin und her spielt. Das ist mehr so eine Freizeitsportart. Und Badminton ist das Ganze in Wettkampfart. Das heißt, man spielt gegeneinander, da geht es darum, wer gewinnt, wer verliert. Vielleicht hast du schon mal gefragt, wie ein Badminton-Training eigentlich ausschaut. In den kommenden Videos siehst du ein bisschen, wie das Training bei uns im Verein abläuft. Badminton ist der Griffhaltung ganz das Wichtiges. Darum schauen wir immer gleich, dass wir das am Anfang gleich beibringen. Wie schaut das aus? Das mag ich jetzt kurz erklären. Es gibt im Badminton eigentlich ganz viele verschiedene Griffe, aber das ist so unser Basisgriff, nennen wir den einmal. Dabei schauen wir, dass wir die Hand, mit der wir schreiben, in meinem Fall jetzt die rechte Hand, anlegen wie ein Tablett. Der Schläger legen wir so drin. Jetzt fassen wir mit allen Fingern einfach zu. Dann drehen wir den Schläger mal so von mir her. Das heißt jetzt, auf der linken Seite ist jetzt nur der Daumen. Und auf der rechten Seite sind alle anderen Finger. Was ist noch wichtig? Der Schläger sollte dahinter so ausschauen. Wenn das passiert, wenn ich so in der Hand habe, dann stimmt es nicht ganz. Immer schau, dass dahinter der Stück ausschaut. Was auch noch wichtig ist, ist, dass der Schläger immer locker in der Hand hat, nie fest. Und jetzt schaue ich, wenn ich locker in der Hand habe, bildet sich automatisch so ein V da dazwischen. Und wenn ich ohne überprüfen kann, ob ich den richtigen Griff in der Hand habe, ist, wenn ich schaue, wenn ich probiere, so mit der Kante da, jetzt einen Nagel am Boden habe. Okay? Das kriegen wir hin. Da der Honems Aktivsommer leider erst am 13. August stattfindet und bis dort dann schon ein bisschen Zeit ist, habe ich da jetzt noch ein paar Übungen hinzugefügt. Die kannst du einfach daheim im Garten versuchen und schaust, ob du das mal reinkriegst. Das wäre extrem cool und das kannst du mir unbedingt zeigen beim Honems Aktivsommer. Ich freue mich schon drauf. Ich hoffe, ihr habt jetzt ein bisschen einen Einblick gekriegt, wie das Training im BSV Honems so funktioniert. Und natürlich hoffe ich, dass wir uns beim Honems aktiv Sommer entsehen. Und was ich mir noch viel mehr hoffe, ist, dass wir uns im Training ab Herbst fix zweimal in der Woche beim BSV Honems sehen. So, etwas bin ich euch noch schuldig. Und zwar habe ich euch am Anfang gefragt, wie schnell so ein Badmintonball ziehen kann. So, der Geschwindigkeitsrekord liegt um ganz genau zum 493 km/h. Das ist deutlich schneller als für einen Fußballschuss. Und es ist ja schneller als wir Formel 1 Auto. Bis bald dann. Ciao.